Herzlich willkommen zum Zweikampfsofa und Neverwinter Online. Neben mir steht Doc Smirks, der hässliche Vogel, und ich, Alter, bin Little Snorks, jetzt kleiner Dämon. So, und wir wollten ein Video machen. Ich schub's gleich hier von der Klippe, du. Zu Waffenverzauberung. Dazu gehen wir ganz einfach mal in das Tamalune Handelshaus. Da sind sie nämlich alle zu finden. Veredelung. Da gibt es Verzauberungen. Und dann sagen wir Verzauberungsplätze auswählen, Waffenverbesserungen. Toll. Und sagen, ich nehme mal nur die legendären. Da sieht man es so schön. So, und wenn man das gesucht hat, ist die erste, wenn man nach Namen sortiert, die Blitzverzauberung. In einem Waffenverbesserungsplatz, also in deiner Haupthand, kannst du denn eine Blitzverzauberung reinpacken. Was macht die? Freie, verfügbare, tägliche Begegnungskräfte verursachen x% Bonusschaden als Blitzschaden. Blitzel. Wenn ihr einen Gegner trefft, besteht eine Chance von 50% bei der 13er, alles darunter ist weniger, von 50%, dass ein Blitz von ihm zu einem nahen Gegner überspringt und diesen Schaden mit 45 Schadenstärke zufügt. Diese Blitze können bis zu 3-mal überspringen. Was übrigens ein ziemlich geiler Effekt sein kann. Genau, deswegen ist diese Verzauberung für sozusagen AOE oder Mob-Gruppen durchaus sehr beliebt. Man muss sie halt nur immer auswechseln, weil für einen Bossfight taugt die nichts, weil da hast du keine anderen Gegner, die springen dann auch nicht 3-mal über oder so. Da schafft die halt viel zu wenig. Aber für Mobgruppen, wenn du umringt bist von vielen kleinen Gegnern und dich da durchwuseln musst, dann ist eine Blitzverzauberung durchaus immer noch angebracht. 45 Schadenstärke klingt jetzt nicht viel, ist aber durchaus vergleichbar mit einer freien Kraft bei den Charakteren so irgendwie. Also insofern immer noch mal oben drauf. So 45, das ist schon ganz nett. Die Wahrscheinlichkeit von 50% ist ja auch sehr hoch, dass es passiert. Und 3-mal überspringen, das ist schon ein ziemlich großes Areal, was wir damit abdecken können. Ja. Genau, also das ist sozusagen, kommt oder kommt nicht 50%, aber ja. Das heißt, je mehr sozusagen, je häufiger du Freie da drauf ballerst oder tägliche Begegnung, was auch immer, desto häufiger passiert das. Und es ist aber, wie gesagt, nur für Mapgruppen gut. Also durchaus empfehlenswert, aber halt nichts für Bossfights oder sowas. Die nächste wäre jetzt die Bronzeholzverzauberung und ich lese mal vor, was da steht. Eure freie, natürlich wie üblich, tägliche und Begegnungskräfte verursachen 4,5% Bonusschaden als Arcana-Schaden. In diesem Fall. Ziele, die ihr mit eurer Begegnungskräfte, also diese roten Fähigkeiten, trefft, werden 10 Sekunden lang markiert. Und markierte Ziele erhalten x% mehr Schaden von euch und euren Verbündeten. Zudem erleiden markierte Ziele minus x Werte Robustheit. Jedes Ziel kann immer nur einmal alle 20 Sekunden markiert werden. Finde ich ja sehr sexy, weil ich habe die ja auch. Und weil es ist eigentlich ein Buff für alle. Weil wenn ich also einen Gegner hätte damit, mit meiner Begegnungskräfte, ich kämpfe ja quasi nur mit Begegnungskräften, markiere ich also mein Ziel. Und wenn ich drauf haue und auch alle meine Kumpels drauf hauen und alle Leute, die da rumstehen, machen die einfach bei dem Gegner mehr Schaden. Dann Eisverzauberung. Also wieder freie, verfügbare tägliche x% Bonusschaden, diesmal als Kälteschaden. Bitte. Ihr verlangsamt euer Ziel, in dem Fall 7 Sekunden lang, um 30% und verringert dessen Wiederaufladtempo um 14%. Diese Wirkung kann pro Ziel nur einmal alle Sekunden eintreten. Er wird ein bisschen langsamer. 30% ist jetzt aber auch nicht so viel langsamer. Also klingt erstmal super, ist aber in Realität irgendwie, Und wieder Aufladtempo, ja okay, er kann dann nicht sofort wieder seine Ultis raushauen, aber auch nur um 14%. Ja, hat mich jetzt noch nie so umgehauen. Nee. Also ja, kann man machen, aber nein. Danke. Also, wir wollen ja eigentlich gar keine Wertung geben, aber es hat uns nicht umgehauen. Ja, die nächste ist die feenberührte Verzauberung und eure freien tätlichen und Begegnungskräfte, natürlich wie immer, verursachen x% mehr Schaden und das ist immer anders. Was für ein Schaden? In diesem Fall ist der psychische Schaden. Eure täglichen Kräfte verringern den Schaden, den das Ziel verursacht, um x% und verringert dessen Robustheit um einen Wert von x. Diese Wirkung hält 10 Sekunden lang an
und kann nur einmal alle x Sekunden eintreten. Also hier geht es jetzt nur um die täglichen Kräfte. Das finde ich ja schon immer blöd, wenn du sowas hast, was wirklich nur bei den täglichen, weil die machst du halt wirklich selten. Am seltensten. Also nicht nur einmal am Tag. Freie Begegnungen relativ oft, aber ja. die täglichen. So, und okay, dann wird der Schaden verringert, den das Ziel verursacht, um, sagen wir mal, 10%. Ja, okay, nett. Und dessen Robustheit wird auch noch gesenkt. Aber nee, also... Puh. Als DD würde ich das nicht nehmen. Nein. Nee, nein. Also, nein. Nein. Dann haben wir eine Flammenverzauberung. Der Name klingt schon mal gut. Ja. Freie, verfügbare, Feuer, tägliche Feuer. Und so weiter. Feuerschaden ist klar. Feuerschaden ist ja gefühlt, als wenn man ihn abkriegt, dann Neverwinter immer richtig Aua. Ja. So, ihr fügt eurem Gegner im Verlauf von 3 Sekunden alle eine Sekunde Feuerschaden mit 2,3 Schadenstärke zu. Yay. Die Crit-Vermeidung von brennenden Gegnern wird um minus 900 verringert. Diese Wirkungen sind bis zu 3-mal stapelbar. Also 3-mal stapelbar sind dann irgendwie 6,9 Schadenstärke und minus 900 mal 3, ja... Sobald ihr euren Gegner mit 3 Stapeln belegt habt, bringen eure frei verfügbaren täglichen und Begegnungskräfte das Ziel zur Explosion. Wobei nahe Feinde Feuerschaden mit 68 Schadenstärke erleiden. Diese Wirkung kann nur einmal alle 20 Sekunden eintreten. Das ist eigentlich so das Interessante. Mhm. Also du musst da immer draufholzen, dann so einen Stapel aufbauen und dann, egal was du dann machst, explodiert der mit einer Schadenstärke von 68. Und da kriegen halt der Spritz sozusagen auf andere Gegner über. Ja, ist jetzt auch eher was für Mobgruppen in dem Fall. Ja, denn, weil, ja. Aber der Schaden steigt natürlich mit einer steigenden Stufe der Flammenverzauberung. Aber da steht jetzt keine 200 mehr oder so. Das wäre ja mal schön. Aber. Nee, das steht aber bei niemandem. Also, nein, das natürlich ist, nicht. Nein. Ja, aber auch die, ich weiß nicht, also so, das ist... Hab schon lange nicht mehr mit einer Flammenverzauberung gespielt und ich glaube, ich weiß auch warum. Nee, also irgendwie. Nee, also nein. Also lustig, wenn man da mal billig rankommt oder die irgendwo in der Kiste hat oder so, würde ich jetzt nicht nein sagen, aber okay. Die jetzt wirklich als High-End-Dungeon-Läufer würde ich das denn nicht machen. So aus Spaß finde ich das wahrscheinlich ganz witzig bei Mobgruppen, aber sonst so, nee. Gallendorn-Verzauberung, genau. Mal wieder freie, verfügbare, tägliche und Begegnungskräfte verursachen x% Schaden, das ist also immer gleich. Aber in diesem Fall Giftschaden. Und der anvisierte Gegner erleidet nach 4 Sekunden Giftschaden mit 40 mit Schatzstärke. Bei mir sind 36? Ja, oder? Abhängig von der Rang. Also ich gucke gerade 14 an. Okay. Zudem werden dessen Bewegungsrate um 7% verringert. Diese Wirkung ist bis zu 3-mal stapelbar und dauert 4 Sekunden lang an. Die ist mittlerweile für bestimmte hohe Dungeons, hat die schon in Teilen Biss-Status. Ist nicht wahr. Weil die dann sogar besser ist, weil die halt so einen permanenten Schaden rausballert sozusagen, okay. was Gift anbelangt und halt die Bewegungsratenverlangsamung ist halt bei so bestimmten Dungeons, wenn du viele Gegner hast oder so große Gegner, die halt so richtig austimen, die es dann weniger machen können, weil die langsamer sind, macht es da halt Sinn. Deswegen hat sich die durchaus bewährt und Giftschaden ist halt wie Feuerschaden auch so ein Schaden, der Neverwinter immer richtig Aua ist. Also Aua. Gibt ein Feuer, bäh. Genau. Also Gallendorn, ja. Dann habe ich eine Grauensverzauberung hier. Eure frei verfügbaren täglichen und so weiter. Diesmal nekrotischen Schaden. Mhm. Das Ziel erleidet im Verlauf von 4 Sekunden jede Sekunde nekrotischen Schaden mit 9 Schadenstärke. Was ziemlich wenig ist. Zudem wird seine Verteidigung um minus 2,7... Wieso jede Sekunde? 9. Also 9. Ja, okay. Ist halt so. Ja, aber wenn ich da anstatt 9 gleich 40 reinkloppen kann, weiß ich nicht, ist... Ja, ist die Frage. Ist einmal 40 besser als 4x9? Ja, oder wenn du Rang 14 hast, hast du also genau 10, also sind da genau 40. Ja, ich weiß nicht. Das wüsste ich jetzt nicht. Aber ist auch sehr beliebt, wie ich meine, ne?
Ja, nicht wirklich. Also, aber was? Ja. Vom Preis her schon. Vom Preis her bestimmt, ja. Also das Spannende daran ist halt, dass die Verteidigung von dem Gegner runtergerissen wird. Das ist halt eigentlich so das Tolle dabei. Aber ich würde sie mir nicht kaufen, aber es gibt halt immer verschiedene, man muss ja immer so sagen, auch die Leute, die immer nach Bissausrüstung fragen und so weiter. Ich würde fast sagen, sag mir den Dungeon und ich sag dir, welche Ausrüstung du brauchst, weil das die Ausrüstung für alle Dungeon, ja, man kommt immer irgendwie durch, aber sozusagen bei manchen Dungeon ist das halt Biss und dann nimmst du lieber die Verzauberung und da die Verzauberung und dann nimmst du da die Begegnungskraft und da die freie. Also das ändert sich ja auch immer ein bisschen und hängt halt wirklich davon ab, wie ist die Gruppe aufgestellt, was macht man da und. Also so dieses ein Superheldenbild, davon finde ich, sollte man sich immer mehr verabschieden. Also das, ja, die heilige Handgranate, die überall funktioniert, das wäre ja mal ein Traum von mir auch, dass man einfach nur eine Ausrüstung hat und dann kann ich alles machen. Also ich, und nur eine Waffe und die macht Bump. Ja, genau. Bump und einfach, ich einmal am Anfang des Dungeons hinstellen und alles ist weg, genau. So, die heilige Rächerverzauberung. Eure freie, verfügbare tägliche Bewegungskräfte verursachen x% Schaden. Natürlich kennen wir schon, aber in diesem Fall ist es der gleißende Schaden und haben eine Chance von 10%, die Verteidigung eures Verbündeten, die Verteidigung eurer Verbündeten um x Wert, also ziemlich viel sogar, zu erhöhen und sie im Verlauf von 10 Sekunden jede Sekunde mit 45 Heilstärke zu heilen. Diese Wirkung kann nur einmal alle 50 Sekunden eintreten. Finde ich schon sehr interessant. Als Buff. Ja, also das liest sich auch erstmal so, das ist so ein Supporter-Ding. Deutlich, ja. Und also Verbündete kriegen erstmal mehr Verteidigung und dann werden sie auch noch geheilt. Das ist schon ein cooles Supporter-Teil, ist aber jetzt nichts, was man als DD nehmen sollte, aber als Supporter kann man durchaus drüber nachdenken. Ich muss gestehen, ich glaube, ich habe von bevor die ganzen Texte, was die machen, wurden ja alle mit Mod 16 damals alle geändert. Ja. Vorher machten die ja alle ein bisschen was anderes und so weiter. Mhm. Und ich glaube, irgendeiner meiner Charaktere, wenn nicht sogar der Kleriker, der hat sogar noch so eine heilige Rächerverzauberung, weil die hatte ich halt. Und als Supporter ist das okay, würde ich jetzt mal so sagen. Ist jetzt, man sieht es auch am Preis, ist jetzt auch kein Schnäppchen. Ja. So, dann die allseits bei DDs beliebte Henkers-Verzauberung oder Henker-Verzauberung. Ich habe das S reingemogelt. Mhm. Henker. Also wieder mal freie, verfügbare, tägliche und so weiter. Arkanschaden. Und jetzt kommt's, warum die so beliebt ist. So wie in dem Fall Rang 13, 18% mehr kritischen Trefferschaden. Und das ist, macht die eigentlich so beliebt, dass der kritische Trefferschaden, der ja richtig nochmal Bonusschaden obendrauf macht, wird prozentual, und zwar nicht gering prozentual, ja, sondern viel, im zweistelligen Prozentbereich, wenn du so eine Orange hast, irgendwie hochgetrieben. Und jedes Mal, wenn ihr eine tägliche Kraft wirkt, wird dazu noch der kritische Trefferwert nochmal 10 Sekunden lang um einen auch relativ hohen Wert erhöht. Also kritischer Trefferwert und kritischer Trefferschaden erhöhen ja deinen Damage-Output ungemein und deswegen nehmen so viele DDs genau diese Verzauberung. Wie gesagt, aber jetzt mittlerweile in hohen Dungeons nehmen auch viele was mit Giftschaden, so eine Gallendorn, weil die da so einen permanenten Schaden rausballert. Und hier ist es halt 10 Sekunden lang und so, das ist nice. Halt. Lebenstrinker-Verzauberung, ist richtig gesagt? Ja, auch hier wieder eure frei verfügbaren tätlichen und Begegnungskräfte verursachen x% Schaden. Dazu aber nochmal nekrotischen Schaden. Alles hat nekrotischen Schaden. Euer Lebensentzugschance ist um 4 Punkte, also x% erhöht. Wenn ihr frei verfügbare tägliche oder Begegnungskräfte einsetzt, habt ihr eine Chance von x%, die Lebensentzugschance dieser Verzauberung 10 Sekunden lang zu verdoppeln. Die kann nur einmal alle 20 Sekunden eintreten. Lebensentzug. Lebensentzug. Ich muss gestehen, ich habe die mal ausprobiert. Es ist nicht der Heilsbringer, dass man nie mehr stirbt, wenn man das Ding nimmt. Dafür sind halt alle 20 Sekunden und halt auch nur so eine 5%ige Chance, die sich dann vielleicht verdoppelt, sind es halt 10%. Das ist halt nicht so oft. Und 10%, also wenn ja einer sagt, du hast eine Chance von 10% zu sterben, dann kann man sich auch überlegen, ist das viel oder wenig. Also
Das mir hat es nicht so viel gebracht, um ehrlich zu sein. Also da habe ich lieber einen guten Heiler dabei, der mir was gibt, oder selbst ein Heiler-Gefährte hat mehr gebracht als die Lebenstrinker. In meinem Fall, aber das waren halt von meinem Spielstil halt abhängig. Und das ist trotzdem die einzige Verzauberung, die einem Lebensentzug gibt. Also genau, so ein bisschen genau. Leben durch Waffe. Früher gab es ja noch Steinchen ganz viel, die auch Lebensentzug gebracht haben. Zusätzlich halt noch, und das war total beliebt, und das ist ja alles weggefallen, und das ist jetzt eine der wenigen Dinge, die noch übergeblieben sind, wo es noch Lebensentzug gibt. Richtig, haben sie sonst ja komplett aus dem Spiel so gut wie rausgenommen. So, Pestfeuerverzauberung. Okay, wir haben hier einen Bonusschaden als Feuerschaden wieder mal. Ja. Ihr fügt eurem Gegner im Verlauf von 3 Sekunden jede Sekunde Feuerschaden mit 2.3 Schadenstärke zu. Die Crit-Vermeidung von brennenden Gegnern wird um minus 900 verringert. Die Wirkung ist bis zu 3-mal stapelbar. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Das ist von der Flammengeschichte, vom Feuer halt. Ja. Sobald ihr euren Gegner mit 3 Stapeln belegt habt, bringen eure frei verfügbaren täglichen Unbewegungsgeld das Ziel zur Explosion. Wobei nahe Feinde Feuerschaden in Höhe von 135 Schadenstärke. Kennen wir schon. Ist derselbe Text im Prinzip, ist nur eine andere Feuerart, nämlich Pestfeuer. Also sieht man auch schon am Preis, ist nicht so beliebt. Gehüpft wie gesprungen. Aber auch da sozusagen wieder mal kleiner Hinweis immer nochmal alle Leute, die immer sagen, was muss ich nehmen und so weiter. Die Pestfeuerverzauberung war mal eine der Bissverzauberungen, ganz früher mal irgendwo. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Mod. Sowas ändert sich halt. Also eigentlich müsste man, wenn man sowas auf episch orange oder sowas hat, nie wegwerfen, weil mit Mod 16 wurden die Texte da drin geändert, die was es macht wurden geändert und der Preis wurde geändert. Das war früher, was früher Biss war, ist heute schon lange out, und das kann sich aber mit dem nächsten Mod auch wieder ändern. Also da ist vielleicht dann die Henker auch gar nichts mehr wert, und dann muss man alle die Lebenstrinkerverzauberung nehmen oder. Also das sind immer nur Momentaufnahmen, so muss man das sehen, und es ist nur für die jetzige Zeit, für den Dungeon ist das irgendwie gut, aber das heißt nicht, dass das irgendwie in 6 Monaten oder in einem Jahr immer noch so ist. Das hat sich schon zu oft geändert. Muss wir man haben ja jetzt schon einige Änderungen miterlebt, und wir werden euch natürlich berichten, wenn es wieder eine Änderung geben wird. Dann werden wir das ganze Video nochmal machen für euch. Für die ganzen neuen Texte. Was für ein Spaß. Was für ein Spaß. So, geht weiter mit der Protuberanzverzauberung. Was für ein geiler Name. Also hier wieder gibt wieder Prozentschaden bei euren täglichen Begegnungskräften und Freien und überhaupt. Aber diesmal wieder gleißender Schaden und generiert ein Schild für 18 Schildstärke. Diese Wirkung ist bis zu 20 mal stapelbar und hält sie sekundenlang an. Sobald diese Wirkung 20 Stapel erreicht hat, wird sie in Protuberanz umgewandelt. Sobald ihr Protuberanz seid, fügt ihr 12 Sekunden lang alle 3 Sekunden Gegnern im Umkreis von 40 Fuß leistenden Schaden mit 27er Schadensstärke zu. In diesem Zeitraum könnt ihr nicht von zusätzlichen Schildwirkungen profitieren. Meine Fresse. Das muss man einfach verstehen und realisieren, was da eigentlich passiert. Also es ist auch wieder sozusagen Mobgruppen. 40 Fuß ist gar nicht mal so wenig. Das heißt, um dich das herum ist ein großer Bereich, sozusagen gleißenden Schaden. 12 Sekunden lang, alle 3 Sekunden passiert das da. Und war früher auch mal mit einem anderen Text versehen. Insofern, aber ich würde sagen, wenn überhaupt, wieder mal nur für Mobgruppen. Also das ist halt nichts, was man irgendwie in so einem Bossfight mitnehmen sollte. Aber man sieht es auch meistens schon so ein bisschen an den Preisen, was so, die kostet jetzt wieder 2 Millionen. Und wenn ich jetzt mal eben zurückgehe, so eine Henker ist bei 5 bis 7 Millionen, je nach Wert. Also da sieht man schon, was beliebt ist und was nicht. Also das ist immer so ein kleiner Indikator auch, was teuer ist, das wollen sie alle haben. Das lässt sich ja gut verkaufen. So, Schreckensverzauberung. Eure frei verfügbaren täglichen und so weiter nekrotischen Schaden. Jedes Mal, wenn ihr eine tägliche Kraft wirkt, wird die Wahrnehmung eurer Gegner 10 Sekunden lang um minus 2000 irgendwas 700 verringert. Eure täglichen Kräfte haben eine Chance von x Prozent, das Ziel 3 Sekunden lang, bewegungsunfähig zu machen. Diese Wirkung kann nur einmal alle 20 Sekunden eintreten. 3 Sekunden sind nicht viel. Und es ist auch nur ein Gegner, also eures Gegner. Also es geht nur um einen. Genau, und ein Gegner, 3 Sekunden, ist halt nicht wirklich viel. Und nicht, du hast auch geil, nur eine 11%ige Chance dafür. Also
das ist wirklich so das Letzte. Ja, also das, na, weiß ich nicht. Also es ist wieder nett, aber die Wahrnehmung des Gegners, Wahrnehmung ist halt auch selbst beim Gegner so ein Wert, wo ich sage, da verzichte ich am ehesten drauf. Ich glaube, ich habe immer eine Schreckensverzauberung rumliegen. Ich werde sie natürlich nicht wegschmeißen, aber ich würde sie heute nicht mehr anziehen wollen, nein. Nee. Ja, das waren alle Waffenverzauberungen, die man sich so in deine Ausrüstung reinstopfen kann, in seine Waffe. Und wenn euch das was gefallen hat, dann könnt ihr mal nochmal vielleicht mal nachlesen oder auch vielleicht auch mal einen Kommentar schreiben, wie ihr das gefunden habt oder was ihr eine andere Meinung vielleicht auch darüber habt. Ja, und guckt vor allem auch mal bei anderen Charakteren, was haben die so? Also ihr werdet relativ oft halt irgendwie die Henkers-Verzauberung finden und Gallendorn-Verzauberung und so bei DDs. Das ist halt so momentan so, was die Leute so gerne nehmen, aber das ist dann meistens auch das Teuerste. Die Frage ist halt, was ihr spielt und was ihr damit machen wollt. Und man beschäftigt sich viel zu wenig damit. Probiert, wenn ihr da rankommt, probiert die ruhig gerne alle mal aus. Auch auf niedrigeren Rängen haben die ja schon diese Effekte. Das ist manchmal ganz spannend, was das so mit eurem Charakter macht. Ja. Und insofern sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!